Sie sind hier 1. November 2018, Update um 22.47 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Alexander Zverev erreichte in Paris erstmals die Runde der letzten 8 Urheberrecht. Getty Images Update. Alexander Zverev gelingt beim Turnier in Paris eine Premiere. Roger Federer folgt dem Deutschen im Anschluss ins Viertelfinale. Alexander Zverev hat beim Masters Dernier in Paris erstmals den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Der Weltranglisten-Fünfte setzte sich gegen Diego Schwartzmann aus Argentinien mit 6:4, 6:2 durch. Bei der Generalprobe für das ATP-Finale in London 11. bis 18. November trifft Zverev in der Runde der letzten 8 auf den Russen Karen Schatschanow. Einen Matchplan hat Zverev bereits parat, wir haben schon oft gegeneinander gespielt, es waren enge Matches. Er will jeden Schlag aggressiv spielen. Ich muss mein eigenes Tempo gehen und ihm damit seine Stärken nehmen, sagte der 21-Jährige bei Sky. Schatzmann hat keine Antwort auf Zverev, da 1,98 Meter große Zverev begann stark und nahm dem 28 cm kleineren Schwartzmann das Service zum 2:1 ab. Auch im zweiten Durchgang gelang dem Hamburger das frühe Break, Schwartzmann hatte keine passende Antwort mehr parat. Nach 1 Uhr 21 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Nach dem Zweitrundenaus von Philipp Kohlschreiber und der Auftaktniederlage von Peter Goldschuk ist der an Position 4 gesetzte Zverev der einzig verbliebene Deutsche in der französischen Hauptstadt. Federer ebenfalls im Viertelfinale. Auch Roger Federer erreichte in Frankreichs Hauptstadt das Viertelfinale. Der Schweizer schlug Fabio Fognini in 2 Sätzen 6:4, 6:3, hatte jedoch mehr Mühe als gedacht. Ganze 21 Unforced-Errors unterliefen Federer gegen den Italiener. Der entscheidende Moment des Spiels war im ersten Satz. Nach einem schnellen Break führte der Basler 4:1 und sah schon wie der sichere Sieger aus. Aber dann wackelte Federer. Doch es blieb beim Wackeln. Zwar konnte Fognini auf 4:5 verkürzen, aber am Ende brachte Federer seine Aufschläge durch und gewann den Satz. Satz 2 neigte sich dann nach einer schweren Anfangsphase doch auf die Seite des Weltranglisten-Dritten. Das Break zum 4:2 brachte Federer ins Ziel, von Sportinformationsdienst.